loslegen. Und die Abbildung im New England Journal ist hier gezeigt. Und wir sehen hier, es geht um einen kleinen Jungen, 39 Wochen alt, hat Übelkeit, Erbrechen und erbricht galliges Material. So macht man einen Einlauf mit einem wasserlöslichen Kontrastmittel hier im Kolon. Und was wir hier sehen, ist im Prinzip ein Fragezeichen. Und die Haustriche sind hier verändert. Sieht eigentlich so beinahe aus wie so ein Bleirohr. Und das sehen wir hier im Rektum und Colon Descendens und diesen Colon Transversus. Und dann scheint es ein bisschen normaler auszusehen. Und hier im Angebot haben wir unterschiedliche Sachen, die wir ausschließen können. Kongenitale Syphilis, ziemlich unwahrscheinlich. Pylorostenose würde ich nicht galliges Erbrechen erwarten. Duodenale Atresie würde nicht mit 39 Wochen erst Aufmerksamkeit erregen. Und nekrotisierende Enterokolitis würden wir auch nicht diese Verteilung erwarten. So muss dies bei einer Morbus Hirschsprung sein. Und das ist es auch. Und dies ist ein typisches Bild dafür. Und es geht um abwesenden Ganglionzellen im Dickdarm. Da fehlen die Nervenzellen. Dies ist genetisch bedingt. Es kommt vor bei Kindern mit Morbus Down. Es kommt vor bei Mukoviszidose. Und es kommt vor auch bei Morbus Wilson, wie wir hier sehen. Und vor kurzer Zeit haben wir eine Arbeit gesehen im New England Journal, wo noch andere Genorte insbesondere untersucht worden sind. Und die Verteilung, es ist ein Dickdarmproblem. Auerbachs Plexus ist nicht vorhanden. Das ist meistens ausgeprägt im distalen Segment hier, im Rektum 100% und dann auch Colon Descendens und so weiter. Und mit löslichen Kontrastmittel können wir uns das so angucken. Hier sind andere Bilder davon. Also in diesem Paper im New England Journal vor wenigen Wochen bekannte Gene, die hier verantwortlich sind, Endothelin-3-Gen und der Endothelin-Rezeptor und auch das Red-Proto-Onkogen. Und in dieser Arbeit sind eine ganze Reihe von zusätzlichen Genorten gefunden worden, die einen Einfluss haben auf Morbus Hirschsprung. Hirschsprung war anscheinend ein Dene. Jetzt Pylorostenose kann man mit dem Ultraschallgerät diagnostizieren. Würden wir auch Erbrechen erwarten, aber es sollte eigentlich nicht gallig sein. Und duodenale Atresie ist ein klassisches Krankheitsbild, gerade was Bildgebung anbelangt. Nämlich hier sehen wir Luft in einem größeren, in einem vergrößerten Magen. Und auch hier im ersten Segment des Zwölffingerdarms sehen wir eine zweite Blase. Und dies ist ein typisches Röntgenbild, nennt man Doppelblasenzeichen oder Double Bubble. Und das ist auf vielen Examina, kann man sich darauf vorbereiten. Dann die erste Arbeit im New England Journal. Es geht um Patienten, die jetzt Defibrillatoren oder Schrittmacher eingesetzt bekommen. Und ein Problem ist es möglicherweise Infektion in diesem Bereich in der Schrittmachertasche. Dann muss der Schrittmacher oder der Defibrillator wieder entfernt werden. Das ist ein großes Ärgernis. Das kommt nicht häufig vor, aber so 6, 7, 8% der Patienten müssen diese Dinge entfernt bekommen. Und es führt zu Problemen. Eine prophylaktische Antibiose, typischerweise für einen Tag zuvor und ein paar Tage danach, wird verordnet. Das hilft wahrscheinlich. Aber in dieser Studie, was man gemacht hat, ist, man hat die Leute randomisiert zu diesem Umschlag, Envelope, ist eigentlich ein Netzwerk und dieses Netz ist imprägniert mit Minocyclin. Minocyclin wird dann verabreicht durch diese Tasche hier für etwa eine Woche und das Ganze, dieser ganze Apparat hier wird dann absorbiert und das dauert dann 9 Wochen. Also das könnte vielleicht
das Auftreten von Infekte verringern und viele Patienten, 3500 in den jeweiligen Gruppen, und die haben natürlich auch ihre Antibiose zumeist bekommen, nicht alle, manche haben kriegten auch die Tasche insbesondere noch gespült, aber das war in beiden Gruppen ähnlich verteilt. Und was wir hier sehen können, ist diese Behandlung hat tatsächlich zu weniger Infekte geführt und die relative Reduktion hier entspricht 40%. Das ist eigentlich eine Menge, aber Infektionen kamen in weniger als 10% der Patienten vor, aber das will man nicht haben. Aber hiermit konnte man dieses Risiko 40% reduzieren. Die Zahlen können sich hier genauer angucken. Und so sieht es so aus, als wäre diese Behandlung sinnvoll und wird sich wahrscheinlich durchsetzen. Alle unterschiedlichen Gruppen, altersunabhängig, ob Myokard, Art der Herzerkrankung, Diabetes, ja oder nein, Nierenversagen, Antikoagulation etc. hat keinen Einfluss drauf gehabt. Und so sieht es so aus, als wäre diese Behandlung, im Englischen genannt Rapid Vicarious. Also die Wickler haben hier besser abgeschnitten als diejenigen, die diese Wickeltherapie nicht bekommen haben oder diesen Umschlag, der mit Minocyclin imprägniertes Netzwerk. Nächste Thema ist Dabigatran wieder. Dabigatran ist ein Antikoagulanz, das Thrombin hemmt, ist ein direkter Thrombinhemmer, und dann würden wir auch erwarten, dass Plättchenaktivierung auch durch Dabigatran gehemmt ist, nämlich Thrombin kann ja Plättchenaktivierung auslösen. So hat man die Hoffnung, dass Dabigatran vielleicht in der Vorbeugung von Schlaganfall, da es nicht nur Thrombin hemmt, aber auch Plättchenaktivierung hemmt, einen besonderen Vorteil haben könnte. So hat man hier Patienten mit Schlaganfall randomisiert zu einer weiteren Behandlung mit Dabigatran im Vergleich zur ASS, das ist die übliche Therapie. Und diese Patienten, die hier ausgewählt worden sind, waren Patienten mit kryptogenen Schlaganfall. Es stellt sich raus, dass bei Patienten mit ischämischen Schlaganfall bei etwa 30% hat man keine Ahnung, warum das aufgetreten ist. Vorhofflimmern ist nicht dafür verantwortlich und die Arteriosklerose von den Großgefäßen auch nicht. Und man weiß nicht, warum die Leute einen Schlaganfall bekommen haben. Ja, nur wenn sie auf den Kopf fallen. Hoffentlich bitte. Na gut. Also solche Patienten hat man ausgewählt und dann die Hälfte hat Dabigatran gekriegt und die andere Hälfte hat ASS gekriegt. Und man war natürlich daran interessiert, haben sie Rezidiv, was Schlaganfall anbelangt, oder haben sie Probleme mit Bluten? Major Bleeding, Großbluten, das heißt, müssen die endoskopiert werden, waren Konserven notwendig, haben sie Hirnblutung gehabt oder ähnliche große Katastrophe. Und was wir hier sehen in dem primären Ergebnis, was Auftreten von weiteren Schlaganfällen anbelangt, sind beide Gruppen gleich. Und was großes Bluten anbelangt, sind sie eigentlich auch gleich. Sieht so beinahe aus, als wäre Dabigatran hier effektiv, aber die Wirklichkeit ist hier gezeigt und der Unterschied hier ist ungefähr 2% und das war nicht statistisch signifikant. Und wenn wir uns Untergruppen angucken, ob irgendeine Gruppe hier besonders von Dabigatran profitiert hat, das war nicht der Fall. Aber klinisch relevantes Bluten, obwohl nicht groß genug, um als Major Bleeding bekennzeichnet zu werden, war häufiger in der Dabigatran, zweimal so häufig in der Dabigatran-Gruppe, als in der ASS-Gruppe. Also da Dabigatran keinen Vorteil geboten hat, aber trotzdem viel teurer ist, sollten wir wahrscheinlich bei ASS bleiben. Das nächste Thema ist ziemlich kompliziert. Es geht hier um genomische Kollision. Was versteht man darunter? Habe ich auch nicht gewusst. Aber wenn zwei Genome kollidieren, dann könnte man sich vielleicht vorstellen, es geht um irgendein Transplantationsverfahren. Wie sollte man denn ein zweites Genom sonst ausgesetzt werden? Das war in der Tat der Fall. Und man könnte sich vorstellen, dass wenn der Empfänger etwas nicht hat
Und der Spender hat es, dass dann der Empfänger Antikörper oder immunologische Abläufe entwickeln würden, um was er nicht kennt, zu bekämpfen. Und im Prinzip ist das auch, was hier gemacht worden ist in der Studie, die ich gleich zeige. Es geht um ein Protein, LEM and Senescent Cell Antigen-like Containing Domain Protein 1. Dies ist ein, für mich auf alle Fälle, obskures Eiweiß, das mit Integrinfunktion etwas zu tun hat. Und ein benachbartes Protein heißt Grip and Coil Coiled Domain Containing Protein 2. Das ist hier auch irgendein Begleitprotein, das mit Zielsetzung von Proteinen zu tun hat. Wie sie dann aus dem endoplasmatischen Reticulum zum Golgi transportiert werden und letztendlich sezerniert werden, zu tun hat. Und es stellt sich heraus, dass diese Proteine sind beeinflusst von einem SNP. Der SNP macht das nicht direkt, Einzelnukleotidaustausch, aber dieses SNP ist assoziiert mit einer Deletion von diesem LIM-S1-Protein. Und wenn diese Deletion vorhanden ist in dem Empfänger, sonst hat er keine, wir haben keine Probleme, wenn wir diese Deletion haben, klinisch, so viel ich weiß. Aber wenn wir dann ein Organ bekommen, das dieses Protein vollkommen exprimiert, dann könnte man sich vorstellen, dass das Ärger zu Ärgernis führen würde. Und tatsächlich, wenn wir uns das angucken, dieser SNP, wenn man die AA-Variante hat, dann wird das Protein, komplizierte Abbildung, brauchen Sie auch nicht alles zu wissen, aber dann ist das Protein vollständig produziert. Und wenn die GG-Variante vorhanden ist, dann ist hier ein großes Loch, das ist hier eine Deletion. Und wenn man heterozygot ist, dann hat man ungefähr die Hälfte dieses Eiweiß hier in dieser Deletion. Jetzt stellt sich heraus, dass diese Deletionen ziemlich häufig sind über der Welt. Und in manchen Ländern, wie in Afrika und auch in Europa, haben 40-50% der Leute diese Deletion. Und in Fernost ist die Deletion weniger häufig. So, wenn Leute mit der Deletion ein Organ bekommen, das die Deletion nicht hat, dann könnte das vielleicht für Ärgernis sorgen. Und dies ist gefunden worden von einer Gruppe von Transplantationsnephrologen an der Columbia Universität. Und die haben gezielt geguckt nach Deletionen. Und die haben ein Panel, so eine Palette von 50 SNPs, die alle mit Deletionen einhergehen. Und tatsächlich haben sie was gefunden. Und es geht um das Protein, das von diesem LIM-S1-Locus produziert wird. Und in ihrem Kollektiv waren die Leute, die dieses nicht hatten, die ein Organ bekommen hatte, die es hatten, die sind schlechter gefahren, als man erwarten würde. Jetzt, wenn man eine positive Assoziationsstudie hat, dann bleibt einem nichts übrig. Man muss halt eine zweite Kohorte finden, um das zu bestätigen. Und mittlerweile, da viele Gruppen transplantieren, ist es so schwer, Kohorten zu finden, nicht. Und so haben sie das in drei unterschiedlichen Kohorten auch bestätigen können. Und was wir hier sehen, hier ist der Ablauf. Die gestrichelte blaue Linie hier nach oben würde dann bedeuten, dass kein signifikanter Effekt da ist. Aber wenn wir uns diese SNP-Analyse angucken, umso näher wir kommen auf diesen Locus, umso weicht das ab. Und wenn wir den Locus erreichen, ist die Abweichung sehr stark statistisch signifikant. Hurra! Jetzt, wenn wir uns das angucken, die Leute mit dem Genotypen AA, niedriges Risiko, fahren besser als die Leute, die diese Deletion haben. Und das war hier in Columbia und in diesen Wiederholungskohorten und in allen Kohorten sehen wir dieser Unterschied. Jetzt ist es nicht bahnbrechend, aber es ist vielleicht so wichtig wie ein Mismatch oder eine Ungleichheit, was irgendein anderer HLA-Locus anbelangt. Und bei Nieren muss man ziemlich vorsichtig sein, sodass diese Loci alle passen.
Das ist für andere solide Organe weniger wichtig. Und wenn wir uns dann das angucken, ob diese Leute, die Empfänger, die das nicht hatten, dann Antikörper machen gegen das Protein, das von LIM-S1 kodiert wird, in der Tat haben die Antikörper entwickelt. IgG, Subklasse 2 und etc. So, dies ist ein Beispiel von einer genomischen Kollision oder Zusammenstoß. Jetzt, wie wichtig dies sein wird, ob es notwendig ist, dass wir transplantierte Organe und Empfänger hier untersuchen, ob sie dies haben oder nicht, ist dahingestellt. Das müsste man dann in einer zweiten prospektiven Studie beweisen. Aber es ist ein Beispiel von, wie diese Sachen jetzt laufen. Das nächste Thema im New England Journal war die PI3-Kinase. Phosphoinositid-3-Kinasen, PI3-Kinase, das sind eine ganze Gruppe von Enzymen und die leiten Signalen von Tyrosinkinasenrezeptoren weiter für komplizierte Abläufe, die mit Apoptose und Zellproliferation zu tun haben. Und dann gibt es eine besondere PI3-Kinase, das ist diese hier, die heißt PIK3CA und die ist tatsächlich häufig mutiert bei Patienten in Tumoren, bei verschiedenen Krebspatienten, insbesondere auch Brustkrebs. Und dies sind dann aktivierende Mutationen. Und ich wusste dies nicht, aber bei Patientinnen mit Brustkrebs, wenn die Hormonrezeptor positiv sind und HER2 negativ sind, dann haben ungefähr 40% aktivierende Mutationen in dieser PIK3CA. Dann jetzt gibt es ein Präparat, Alpelisib, das hemmt die PIK3CA. Und man könnte sich vorstellen, dass Patientinnen, die das Unglück haben, eine aktivierende Mutation hier zu haben, könnten vielleicht profitieren mit der Verabreichung von Alpelisib. Und das ist, was hier gemacht worden ist. Ziemlich große Gruppe an Patientinnen, die haben Hormonrezeptor positiven Brustkrebs und sind HER2 negativ. Das heißt, sie kommen nicht für Herceptin in Frage. Also sie kriegen natürlich Hormonbehandlung oder Ähnliches. Und die Hälfte hat dann zusätzlich Alpelisib gekriegt und die andere Hälfte nicht, ohne Rücksicht auf, ob sie diese Mutationen hatten. Aber man hat geguckt mit der Vermutung, dass wenn sie diese Mutationen haben, sollen sie einen besonderen Profit von dieser Therapie bekommen. Und wenn wir uns das angucken, hier sind die Patientinnen mit PIK3CA, mutierten Brustkrebs. Alle haben Fulvestrant bekommen und tatsächlich sind die Frauen, die dieses Präparat bekommen haben, sind ein bisschen besser gefahren als die Leute, die das nicht bekommen haben. Aber in der Kohorte, wo diese Mutation nicht vorhanden war, würde man vielleicht auch erwarten, dann hat dieser Hämmer von PIK3CA nicht geholfen. Nicht allzu überraschend. Und es ging um progressionsfreies Intervall hier, nicht Überleben. Und bei den Leuten mit der Mutation sind die besser gefahren mit Alpelisib. Aber sehr eindrucksvoll fand ich diese auch nicht. Manche haben besser profitiert als andere, aber hier können wir uns das nochmal, kompletter Response war ziemlich selten. Partieller Verbesserung war ein bisschen häufiger. Können Sie hier die Details hier in Ruhe selber angucken. Und Sicherheit, okay. Aber Blutzuckerprobleme sind aufgetreten. Der Insulinrezeptor ist ja auch eine Tyrosinkinase und das läuft auch über PI3-Kinase, dann die weitere Signalisierung von, so ist das nicht so unerwartet. Und andere Nebenwirkungen haben auch stattgefunden. Jetzt, berauschend war dies nicht, aber progressionsfreies Intervall war etwas besser in den Patientinnen, die die Mutationen hatten, die dann Alpelisib Fulvestrant bekommen haben, anstatt nur Fulvestrant alleine.
Jetzt, ich glaube, weitere Entwicklungen über diese Abläufe werden kommen. Und dies ist das erste davon meines Wissens. Aber ich glaube, wir werden noch mehr von diesen Therapieansätzen lernen. Der Übersicht im New England Journal ging es um COPD mit Schleim oder mukoobstruktive Lungenerkrankungen. Und früher haben wir die chronischen Lungenpatienten unterteilt in COPD, die ziemlich trocken waren, und die Leute mit chronischen Bronchitis, und die waren häufig auch hypoxämisch. Das waren die Blue Bloaters, haben wir sie genannt, im Vergleich zu den Pink Puffers. Aber das ist jetzt alles viel komplizierter geworden. Dank Molekularbiologie haben wir jetzt viel mehr über die schleimproduzierende Gene gelernt. Mutationen in diesen, die Glykosylierung, die notwendig ist, um Schleim zu produzieren, was mit diesem Schleim passiert und die Abläufe. Und es geht hier um normale Leute, Patienten mit einfacher COPD, dann Patienten mit nicht zystisch-fibrose-abhängiger Bronchiektase, das gibt es auch. Dann gibt es Leute mit Mukoviszidose oder zystische Fibrose. Und dann gibt es Leute, die Probleme haben mit ihren Cilien, sodass sie den Schleim nicht nach oben, ständig nach oben kämmen, sodass man den ausspucken kann. Und dann gibt es auch Probleme mit diesen beiden Genen hier, sodass die Glykosylierung nicht normal stattfindet. Und diese Abläufe sind jetzt alle ziemlich gut definiert. Und auch die Kanäle, insbesondere CFTR, dieser Chloridkanal, notwendig ist, sodass der Schleim die Konsistenz hat, sodass man den Schleim nach oben bewegen kann. Und dann die unterschiedlichen Matrixproteine, die hier notwendig sind. Und diese Abläufe und wie Wasser gepumpt wird und viel Detail hier in dieser Arbeit ist ganz spannend, was man hier in den letzten 20 Jahren gelernt hat. Und das wird irgendwann bestimmt Beiträge leisten, sodass wir diese Patienten eine bessere Behandlung anbieten können. Nämlich die Zusammenführung von dann Entzündungszellen und Integrine und Interleukine und was es alles sonst noch gibt in dieser Schleimproduktion und ob Entzündung sich jetzt entwickelt oder nicht. Und die Insulte hier, die eine Rolle spielen, Feinstaub und was hat man sonst noch, das wird alles hier in diesem Übersichtsarbeit eruiert. Und wenn man mit diesen Patienten zu tun hat, sollte man sicherlich sich mit diesem Review beschäftigen. Leider hat sich die Therapie in den letzten 50 Jahren nicht so wesentlich verändert, fand ich. Nämlich hypertone Kochsalzlösung und Mannitol wird immer noch inhaliert. Das hatten wir in den 60er Jahren auch. Und die Idee, dass man diese Sulfhydril-Bindung hier spalten könnte, das hat sich auch nicht geändert, aber ist auch nicht sehr effektiv. Aber hoffentlich sind bessere Sachen im Anmarsch. Dann hier, dies kannte ich nicht. Dieser Patient kann hier durch diese Nasenhälfte schlecht ein- und ausatmen, weil er eine Tornwaldzyste hat. Und dies sind benigne Zysten im Nasenrachenraum. Die kann man mit moderner Bildgebung jetzt finden. Und das sind eigentlich Überbleibsel von der Frühentwicklung Notochord. Ich habe jetzt den deutschen Ausdruck jetzt für Notochord nicht im Griff, aber das werden Sie wahrscheinlich bestimmt wissen. Aber dies sind überembryonale Reste, die dann zu diesen Zysten führen. Jetzt der Patient im New England Journal, dies ist auch eine Katastrophe. 55-jähriger Drogensüchtiger, den schmeißen sie 2 Jahre ins Gefängnis. Jetzt medizinische Versorgung in den amerikanischen Gefängnissen ist jetzt nicht gerade jetzt musterhaft. Es war bekannt, dass der Hepatitis C-Virus kriegt, Hepatitis C-Virus trägt, aber die Chancen, dass man in einem amerikanischen Gefängnis diese modernen Mittel dann kriegt, um Hepatitis C auszulösen, ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist, um auszurotten, ist aussichtslos. So wurde das natürlich nicht behandelt. Nach 2 Jahren lassen sie den wieder raus. Dann geht er zurück zu seinen üblichen Eigenschaften.
und kommt dann in unterschiedliche Notaufnahmen, taucht dann auf und hat abnormale Leberwerte. Und wir sehen hier einen erhöhten Bilirubinspiegel und ASAT und ALAT sind erhöht und alkalische Phosphatase eigentlich nicht so. Und dann kommt da rein, gelb wie ein Kirbis und hat hier ein Bilirubin von über 20 und diese Enzyme sind auch erhöht und alkalische Phosphatase ist nicht erhöht. So, es scheint nicht obstruktive Gelbsucht zu sein und Bildgebung wird gemacht und in der Tat sind die Gallengänge okay und die Pfortader funktioniert auch in der richtigen Richtung. So scheint es eigentlich eine parenchymatöse Lebererkrankung zu sein. Das wird dann auch diskutiert hier von diesen Experten und könnte dies eine ischämische Hepatitis sein, aber da war für war kein Ansatz. Pankreas und biliäre Abläufe, hier hat man nichts gefunden und könnte dies vielleicht irgendeine Reaktion gegen Medikamente oder Drogen sein, das ist möglich, aber Buprenorphin macht dies meistens nicht und Opiate eigentlich auch nicht und Naloxon auch nicht, das ist unwahrscheinlich. Und dann wissen wir, dass er sowieso schon Hepatitis C-Virus hat. Hat er vielleicht eine zweite virale Hepatitis obendrauf bekommen? Na, Gelbfieber ist dies nicht. Und was gibt es denn sonst noch? Hepatitis A-Virus geht meistens von alleine weg und wird nicht schlechter. Aber dann gibt es Hepatitis B-Virus. Und gegen Hepatitis B-Virus haben wir seit den Spät-60er und 70er Jahren einen als effektiven Impfstoff. Und hätten sie den wenigstens geimpft, als er ins Gefängnis reinkam, hätte nicht sehr viel gekostet, dann wäre dieses Problem hier nicht zustande gekommen. Nämlich was dieser Patient hat, ist, er hat Hepatitis B-Virus jetzt obendrauf auf seinen Hepatitis C-Virus. Und wenn man Hepatitis B-Virus hat, dann ist man gefährdet, mit dem Delta-Teilchen noch infiziert zu werden, was häufig ein Begleitphänomen ist von Hepatitis B-Virus-Infektionen, und das hatte er auch. Und das alles hätte man vermeiden können. Also interessante Diskussion, wird man wieder mal aufgefrischt, wie das ist mit den viralen Hepatitiden, die ich sonst bei mir immer Vergessenheit wegschlüpfen, aber das ist ein ganz guter Fallbericht, so dass man da auf dem Laufenden bleibt. Die haben Gott sei Dank diesen armen Patienten wenigstens Tenofovir, der hat bestimmt auch keine Versicherung, aber der hat Tenofovir bekommen und dann hat er seine Hepatitis B-Virus noch überlebt. Und ob er je Behandlung noch zusätzlich bekommen hat für Hepatitis C-Virus, weiß ich nicht, aber wir würden es ihm vielleicht gerne wünschen. Und dann ist das Delta-Virus-Teilchen von alleine bestimmt weggegangen. Das erste Thema im Lancet finde ich auch wundervoll. Hakenwürmer. Früher war es so, dass Hakenwürmer waren die häufigste Ursache von Eisenmangelanämie, die es auf der Erde gab. Und Hakenwürmer, die Würmer bohren eigentlich in die Fußsohlen von Kindern, die keine Schuhe haben. Und dann werden die Hakenwürmer, die Larven werden dann hochgehustet und nisten sich ein in den Gastrointestinaltrakt und verursachen dann Eisenmangelanämie. Und zu meiner Zeit war die Behandlung, man konnte die Würmer auch ausrotten mit Präparaten, die man damals schon hatte, aber die Behandlung war eigentlich Schuhe und Eisen. Nämlich wenn man die Würmer ausgerottet hatte, dann kamen die Kinder in 9 Monaten wieder mit Hakenwürmer, weil sie keine Schuhe hatten. Die Sachen haben sich ein bisschen verbessert. Der Hakenwurm in der neuen Welt ist der Necator americanus und der europäische Hakenwurm und in Asien und so weiter ist Ancylostoma duodenale, falls Sie das wissen wollten. Und in dieser Studie in Kenia, auch herrlich, hat man sich überlegt, naja, sollen wir den Kindern Albendazole geben, wenn sie in der Schule sind? Und dann, die Kinder hier sind randomisiert worden und in der Schule haben sie Albendazole nur einmal im Jahr bekommen. Und dann die andere Möglichkeit war, dann Gemeinde, Dörfer zu randomisieren. Dann hat man das ganze Dorf, Eltern vermutlich auch, dann mit Albendazole behandelt. Und das war dann, glaube ich, sogar
jede 6 Monate, ein bisschen häufiger als was man da in der Schule verordnet hatte. Und dann hat man geguckt, wie viele Leute haben Würmer nach 12 und 24 Monaten. Über Schuhe wird hier nicht berichtet. Und viele Gemeinden hier in Kenia und ist eigentlich hier unten hier und da hat sich diese Studie abgespielt. Und da können Sie angucken, ob die Leute ein Fahrrad besitzen und ob sie einen Erdboden haben im Wohnzimmer anstatt einen Fußboden und wie es war mit der Toilette und ob da Seife war und diese sämtlichen sozialen Eigenschaften waren wenigstens in den Gruppen ähnlich und Sie können sich das dann angucken. Und was man festgestellt hat, ist, dass wenn man die Gemeinde behandelt hat, war es besser als in den Schulen. Und ob was das damit zu tun hatte, dass vielleicht manche Kinder nicht zur Schule gehen konnten, weiß ich auch nicht. Aber ich habe dann gedacht, wie wäre es denn mit Schuhe und Eisen? Na gut, das dazu. Dann früher war es so, dass wenn die Leute Metastasen hatten von ihrem soliden Tumor, war es nicht so klar, ob man diese Metastasen entfernt, ob das sehr hilfreich ist. Oder diesen Eindruck hatte ich. Jetzt haben wir aber stereotaktische ablative Radiotherapie. Genau wie das funktioniert, weiß ich nicht. Aber das kann man anwenden bei Patienten, die einzelne oder wenige peripheren Metastasen hat, um die zu bekämpfen. Lohnt sich das? Und dies ist eine randomisierte Studie, die diese Strategie hier untersucht hat. Und nicht sehr viele Patienten, die Randomisierung hier ist 2:1. Und 100 Patienten, 99 Patienten, die Metastasen hatten von unterschiedlichen Tumoren und wo die Metastasen hier gelandet sind, neben Nierenrinde war wahrscheinlich Bronchialkarzinom, hier Knochen, Leber, Lunge und so weiter. Und die Primärtumoren, Brust, Kolorektalkarzinom, Lunge, Prostata und so weiter. Und es scheint der Fall zu sein, dass wenn man diese Metastasen, einzelne Metastasen entfernt, dass die Leute besser fahren, als wenn man das nicht macht. Was Gesamtüberleben anbelangt und auch progressionsfreies Intervall. So sieht so aus, als wäre das sinnvoll, dass man diese Metastasen entfernt. Und wenn dies besser ist, als auszuoperieren, wäre das auch wahrscheinlich für die Patienten ein Plus. Dann, es ist eigentlich ein Wunder, dass man blutgruppeninkompatible Transplantationen durchführen kann bei Patienten, die Nierentransplantationen brauchen. Und es geht hier um Verwandtentransplantationen. Und man hat in den letzten Jahren eine Strategie entwickelt, sodass diese Patienten dann desensitisiert werden und besondere Therapien, immunosuppressive Therapien bekommen, sodass man eine Transplantation durchführen kann, auch wenn die Blutgruppen inkompatibel sind. Das ist für mich eine kaum vorzustellende Idee. Dann hier fragt man sich, naja, ist es besser, wenn man kompatibel ist oder nicht kompatibel? Würde ich denken, es ist besser, kompatibel zu sein. Und hier in diesen unterschiedlichen Publikationen hat man das alles ausgewertet, aus unterschiedlichen Ländern. Und kann man dies glauben, man fährt besser, wenn man kompatibel ist, als wenn man nicht kompatibel ist. Aber immerhin, dass man überhaupt das durchführen kann an Leute, die nicht kompatibel sind, finde ich bemerkenswert. Und das wird dann auch hier in unterschiedlichen Berichte von unterschiedlichen Autoren hier alles untersucht. Und sieht so aus, als wäre Kompatibilität schon wichtig, aber ich fand es bemerkenswert, dass man dies überhaupt machen kann. Also gegen Blutgruppen zu transplantieren bleibt eine Option für manche Patienten. Dass das nicht besser ist als kompatible Blutgruppen, leuchtet mir schon ein. Aber dass man es überhaupt kann, fand ich bemerkenswert. Übersicht im Lancet geht es um refraktive Operationen an den Augen. Und was man heute machen kann,
Ist, finde ich, erstaunlich. Man kann die Hornhaut operieren und Linsen ersetzen und alles Mögliche hier machen, so dass man tatsächlich trifokale Linsen einbauen kann. Alles Mögliche kann man hier machen und Refraktionsprobleme, sei das Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit und was dann hier angegangen werden muss und Lentikonus und Astigmatismus und was es alles sonst noch gibt, kann man jetzt operativ mit unterschiedlichen operativen Verfahren hier ziemlich elegant behandeln. Und Einbauen von neuen Linsen und wie die, können Sie diese detaillierten Bilder selber angucken und wie, was die alles jetzt heutzutage machen können, fand ich eigentlich ziemlich eindrucksvoll. Wenigstens in der vorderen Kammer sind sie ganz gut. Retina lässt noch ein bisschen auf sich warten. Iris-Identifizierung bleibt noch möglich, weil die Regenbogenhaut ja hier nicht angetastet wird oder wenig. Und so, dass man refraktive Fehler hier ausgleichen kann mit Linsenimplantationen und so weiter. Für viele Patienten bestimmten Segen und aller Ehren, sieht okay aus. Und dann wollte ich Ihnen noch mitteilen, Sydney Brenner ist gestorben, erstaunlicher Molekularbiologe. Der war echt ein Genie, hat den Schulabschluss mit 15 geschafft und dann hat er 4 Jahre Medizin studiert und kein Krankenhaus wollte ihn haben, weil er nur 19 Jahre alt war. So hat er sich noch ein bisschen weiter ausgebildet und wurde dann im Prinzip ein Grundlagenforscher, der daran beteiligt war, um Boten-RNA zu identifizieren und das, wie das funktioniert. Dann hat er auch das C. elegans, dieser runde, kleiner Fadenwurm, als Modell entwickelt. Der besteht aus etwas weniger als 900 Zellen und jedes Gen ist bekannt und ist alles wundervoll, was er gefunden hat. Hat ein sehr volles Leben gehabt und ist mit 92 gestorben. Dann sind wir jetzt beinahe hier am Ende. Der Fall hat mich ein bisschen beschäftigt. Ich wusste gar nicht, dass die Halswirbelsäule so wichtig war. Aber ich kam nach Deutschland und da habe ich sogar gelernt, dass das Kopfschmerzen auslösen soll. Na gut. Aber dieser Patient hat Halsschmerzen. Über 20 Stunden, also diese akute Erkrankung, hat ein CRP von 124. Da würden unterschiedliche ganz schlimme Sachen mir einfallen. Aber die wurden nicht gefunden. Aber die Differentialdiagnose ist wichtiger als die einzelne eigentliche Diagnose. Ich sehe es nicht, aber man kann eine Kalzifizierung hier erkennen. Lauter Pfeile hier. Ich bin nicht radiologisch fit genug, um das zu sehen. Aber der hat eine akute kalzifische Tendinitis des Musculus longus coli. Und das ist für seine Halsschmerzen verantwortlich. Und eigentlich ist die Differentialdiagnose von retropharyngealen Abszessen, Meningitis, Lymphadenitis, Epiglossitis und Tumoren wichtiger als die eigentliche Diagnose. Nämlich, das ist besser geworden mit ein bisschen nicht-steroidal Antiphlogistika. Und dann ist sein Schmerzempfinden bestimmt von 8,5 auf 3 runtergestürzt und er konnte nach Hause gehen. Das war's für diese Woche. Mittwoch geht's weiter mit Journal Club für diese Woche. Das war es für letzte Woche. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.